Die deutsche Außenministerin Baerbock teilt verbal gegen den russischen Präsidenten Putin aus. Russischer Präsident Putin erklärt, er sei bereit, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Die Interessen Russlands seien jedoch vorrangig. Tausende muslimische Kinder entführt? Schwedens Sozialämter kämpfen gegen massive Fake-News-Kampagne. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin deutlich für dessen Handeln in der Ostukraine kritisiert. Der Kreml hatte die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt und die Entsendung von Truppen angekündigt. Der russische Präsident versucht im Osten der Ukraine, das Rad der Geschichte auf Kosten seiner Nachbarn zurückzudrehen. Mit Macht, mit Militär, mit absoluter Verachtung gegenüber all dem, was die Rechts- und Friedensordnung in Europa ausmacht. Ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian sagte, er wisse nicht, ob irgendjemand imstande sei, die Frage zu beantworten, ob man Putin aufs Wort glauben könne. Baerbock wurde da noch deutlicher. Das habe ich in München deutlich gemacht. Es geht. Offensichtlich ist es so, wenn man vor einer Woche A gesagt hat und jetzt das Gegenteil tut, dann hat man nicht die Wahrheit gesagt oder auf Deutsch, dann hat man gelogen. Und nichtsdestotrotz ist der russische Präsident, der die Entscheidung dafür getroffen hat, vollkommen gegen das Völkerrecht zu agieren, das Völkerrecht zu missachten. Gleichzeitig sprach sich Baerbock für die Fortführung des Einsatzes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, aus, die die Lage vor Ort in der Ostukraine beobachtet. Wir haben als Europäer aber gestern im Rat ebenso deutlich unterstrichen, wie wir das bei den Sanktionen getan haben, dass wir diese Mission weiterhin unterstützen. Die OSZE zeichnete in der Ostukraine zuletzt zahlreiche Kampfhandlungen auf. Allein im Raum Luhansk seien 1224 Verstöße gegen den Waffenstillstand festgestellt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau einen Kranz niedergelegt. Am russischen Feiertag, dem Tag des Verteidigers des Vaterlandes. Zuvor hatte Putin in einer Videoansprache erklärt, er sei bereit, angesichts der anhaltenden Spannungen nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Unser Land ist immer offen für einen direkten und ehrlichen Dialog und bereit, nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Fragen zu suchen. Doch ich möchte wiederholen, dass die Interessen Russlands und die Sicherheit unseres Volkes absolut vorrangig sind. Die Außenminister der G7-Staaten haben die Ankündigungen des Kreml verurteilt. Der japanische Außenminister Hayashi Yoshimasa sagte, die Reaktionen würden eng miteinander abgestimmt. Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte gegenüber britischen Medien, sie glaube, Putin sei so wörtlich wild entschlossen, in die Ukraine einzumarschieren. Die konservative Politikerin kündigte ein Maßnahmenpaket an. Wir sind uns einig, dass wir, die internationale Gemeinschaft, unsere Sanktionen verschärfen werden, falls sich die Situation zuspitzen sollte. Unterdessen wurden US-amerikanische Satellitenaufnahmen veröffentlicht, wonach russische Truppen und Ausrüstung im Westen Russlands sowie in Belarus stationiert seien. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Shmygal erklärte im ukrainischen Fernsehen, Moskaus Bedingungen wie die Anerkennung der Krim als Teil Russlands, die Entmilitarisierung sowie die Ablehnung der NATO seien indiskutabel. Für eine unabhängige, souveräne Ukraine sowie für mich als Ministerpräsident ist das nicht akzeptabel. Unterdessen sind tausende Einwohner der Stadt Schtschastja in der Region Luhansk durch schweren Beschuss eines Kraftwerks ohne Strom. Der ukrainische Sicherheitsrat hat die Ausrufung des Ausnahmezustands im ganzen Land für die kommenden 30 Tage angekündigt. Das Kabinett muss darüber noch entscheiden. Die Krise in der Ostukraine bringt Serbien in eine heikle Situation. Der Druck der EU, Sanktionen gegen Russland zu unterstützen, ist groß. Im Falle der Krim gelang es Serbien damals, Sanktionen gegen Russland zu vermeiden. Doch jetzt? Serbien kann sich immer noch aus dieser Position herausmanövrieren. Es ist ja bekannt, dass Serbien die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine unterstützt. Und das ist die Position, die Serbien das Recht dazu gibt, jetzt in der aktuellen Krise erstmal nichts zu sagen. Serbien hat traditionell starke historische und religiöse Bindungen zu Russland und ist auch wirtschaftlich von Moskau abhängig,
insbesondere in Bezug auf Gas und Öl. Es gibt immer eine Alternative zu Russland, sogar für die Ukraine. Man kann anderswo Gas finden, sicherlich teurer, aber es gibt Alternativen. Niemand weiß, was passieren wird und wie sich das alles auf den Gaspreis in Serbien auswirkt. Die Krise in der Ukraine ist in einem schlechten politischen Moment gekommen, denn Serbien befindet sich mitten im Wahlkampf. Alle hoffen daher, dass diese Krise friedlich und schnell gelöst wird, ohne diplomatische und wirtschaftliche Folgen für Serbien. Hört auf, unsere Kinder zu kidnappen. Mit diesem Schlachtruf demonstrieren Anfang Februar Dutzende Menschen in Schwedens Hauptstadt Stockholm. Ihr Vorwurf, das schwedische Sozialamt würde muslimischen Familien die Kinder wegnehmen, um sie vom Islam fernzuhalten. Kinder sind keine Ware und in Artikel 35 der Kinderrechtskonvention ist eindeutig festgelegt, dass jeder Staat gegen Entführungen und Kinderhandel vorgehen sollte. Die schwedischen Behörden wehren sich, sprechen von einer massiven und gezielten Fake-News-Kampagne. Alles begann Ende 2021 auf einer islamistischen Webseite. Dort tauchten Videos auf, in denen Sozialarbeitende weinende Kinder von ihren Eltern trennten. Ohne Hintergrundinformationen, aber dafür begleitet von heftigen Anschuldigungen gegen die Sozialdienste. Schweden führe einen Krieg gegen den Islam. Bringe die Kinder bei Pädophilen unter, zwinge sie Schweinefleisch zu essen und Alkohol zu trinken. Arabische Social Media User und andere Medien griffen die Behauptungen auf. Diese Kampagne findet nicht nur auf YouTube und in den sozialen Medien statt. Das Thema wird auch von internationalen Medien weiterverbreitet, wie Al Jazeera, Al Arabiya, Orient News, TRT. Sie kamen teils nach Schweden, um über die Proteste zu berichten. Ja. Aus dem Kontext gerissene Fälle, Übertreibung, Polarisierung, davon lebt die Desinformationskampagne. Einen wahren Kern gibt es aber. Tatsächlich wurden in den vergangenen Jahren laut Statistik mehr Einwandererkinder ohne Zustimmung der Eltern in staatlich angeordnete Betreuung gebracht als Kinder gebürtiger Schwedinnen und Schweden. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, sind leider oft in einer schlechteren finanziellen Situation als andere und daher häufiger mit familiären Problemen konfrontiert. Und nach Jahren der relativ hohen Zuwanderung war diese Überrepräsentation von Kindern mit Migrationshintergrund in den Sozialdiensten zu erwarten. Die Nachricht von den massenhaften Entführungen sei frei erfunden. Radikale Imame verbreiteten sie weiter, um zu spalten. Die Fälle werden nun überprüft. KritikerInnen mahnen, in der hitzigen Debatte Emotionen beiseite zu lassen und mögliche wirkliche Probleme mit den Sozialämtern nicht zu ignorieren. Die Einreise in die EU soll angesichts der weltweit steigenden Corona-Impfrate wieder etwas einfacher werden. Vom 1. März an soll die Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Einreisen auch für Menschen aufgehoben werden, die mit einem von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen Impfstoff geschützt worden sind. Auf der WHO-Liste stehen zum Beispiel die beiden chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac ohne EU-Zulassung. In der brasilianischen Stadt São Paulo tauchen sie immer öfter auf. Wandbilder wie dieses an der Außenwand eines Krankenhauses in der Metropole. Während der Corona-Krise fühlen sich immer mehr Straßenkünstler dazu inspiriert, die Stadt farbenfroher zu gestalten. Eduardo Cobra, auch bekannt als Cobra, erklärt, was es mit dem Gemälde eines betenden Arztes mit einem Stethoskop an der Außenfassade der Klinik auf sich hat. Wir sind hier in der Umgebung eines Krankenhauses, in dem Hunderte von Wissenschaftlern und Ärzten Tag und Nacht hart arbeiten, um das Leben vieler, vieler Menschen zu retten. Und dann haben wir die Frage des Glaubens, die hier dargestellt wird. Die 12 Millionen Einwohnerstadt wurde durch die Corona-Pandemie in eine völlig untypische Stille getaucht. Nun hat die Metropole durch die Straßenkunst neue Farben bekommen. Allerdings mit Themen, die ihr bis dahin fremd waren. Wir wussten sehr wenig über Covid. So waren diese Fachleute letztendlich die Menschen, die den kranken Menschen Hoffnung gaben.
Ich glaube, das ist es, was ich hauptsächlich tun wollte, eine Person porträtieren, die diesen Lichtkranz hat. Als wäre diese Person wirklich diejenige, die den Menschen Hoffnung, Geborgenheit, Sicherheit und Frieden bringt. Our world is evolving faster than ever before. In this Euronews debate, our experts will discuss how to successfully regenerate a town or region. Join me, Damon Embling, and our panelists live on Euronews.com. Diese Woche auf Euronews. In Spotlight erfahren Sie, wie Japan, das mit einer alternden Bevölkerung zu tun hat, Gegenden neues Leben einhaucht, diese für Menschen als Wohnort reizvoll macht und den ländlichen Raum aufwertet. All das hat mit Netzwerken sowie Technologie zu tun und ist besonders wirkungsvoll. Frischer Wind in Japan diese Woche in Spotlight auf Euronews und euronews.com. Euronews. Die Vereinigten Arabischen Emirate fördern Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ich habe mit bemerkenswerten Frauen zusammengearbeitet, insbesondere im wissenschaftlichen Team der Mars-Mission der Emirate. Sie waren nicht wegen der Quote dabei, sondern weil wir gleiche Bedingungen für alle geschaffen haben. Thema diese Woche in Fokus auf Euronews und euronews.com. Russischer Präsident Putin erklärt, er sei bereit, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Die Interessen Russlands seien jedoch vorrangig. Die deutsche Außenministerin Baerbock teilt verbal gegen den russischen Präsidenten Putin aus. Bei Strafen hohe Bußgelder.
EU-Kommission will Arbeitsrechtsverletzungen schärfer ahnden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau einen Kranz niedergelegt. Am russischen Feiertag, dem Tag des Verteidigers des Vaterlandes. Zuvor hatte Putin in einer Videoansprache erklärt, er sei bereit, angesichts der anhaltenden Spannungen nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Unser Land ist immer offen für einen direkten und ehrlichen Dialog und bereit, nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Fragen zu suchen. Doch ich möchte wiederholen, dass die Interessen Russlands und die Sicherheit unseres Volkes absolut vorrangig sind. Die Außenminister der G7-Staaten haben die Ankündigungen des Kreml verurteilt. Der japanische Außenminister Hayashi Yoshimasa sagte, die Reaktionen würden eng miteinander abgestimmt. Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte gegenüber britischen Medien, sie glaube, Putin sei, so wörtlich, wild entschlossen, in die Ukraine einzumarschieren. Die konservative Politikerin kündigte ein Maßnahmenpaket an. Wir sind uns einig, dass wir, die internationale Gemeinschaft, unsere Sanktionen verschärfen werden, falls sich die Situation zuspitzen sollte. Unterdessen wurden US-amerikanische Satellitenaufnahmen veröffentlicht, wonach russische Truppen und Ausrüstung im Westen Russlands sowie in Belarus stationiert seien. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Shmygal erklärte im ukrainischen Fernsehen, Moskaus Bedingungen wie die Anerkennung der Krim als Teil Russlands, die Entmilitarisierung sowie die Ablehnung der NATO seien indiskutabel. Für eine unabhängige, souveräne Ukraine sowie für mich als Ministerpräsident ist das nicht akzeptabel. Unterdessen sind tausende Einwohner der Stadt Schtschastja in der Region Luhansk durch schweren Beschuss eines Kraftwerks ohne Strom. Der ukrainische Sicherheitsrat hat die Ausrufung des Ausnahmezustands im ganzen Land für die kommenden 30 Tage angekündigt. Das Kabinett muss darüber noch entscheiden. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin deutlich für dessen Handeln in der Ostukraine kritisiert. Der Kreml hatte die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt und die Entsendung von Truppen angekündigt. Der russische Präsident versucht im Osten der Ukraine, das Rad der Geschichte auf Kosten seiner Nachbarn zurückzudrehen. Mit Macht, mit Militär, mit absoluter Verachtung gegenüber all dem, was die Rechts- und Friedensordnung in Europa ausmacht. Ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian sagte, er wisse nicht, ob irgendjemand imstande sei, die Frage zu beantworten, ob man Putin aufs Wort glauben könne. Baerbock wurde da noch deutlicher. Das habe ich in München deutlich gemacht. Es geht. Offensichtlich ist es so, wenn man vor einer Woche A gesagt hat und jetzt das Gegenteil tut, dann hat man nicht die Wahrheit gesagt oder auf Deutsch, dann hat man gelogen. Und nichtsdestotrotz ist der russische Präsident, der die Entscheidung dafür getroffen hat, vollkommen gegen das Völkerrecht zu agieren, das Völkerrecht zu missachten. Gleichzeitig sprach sich Baerbock für die Fortführung des Einsatzes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, aus, die die Lage vor Ort in der Ostukraine beobachtet. Wir haben als Europäer aber gestern im Rat ebenso deutlich unterstrichen, wie wir das bei den Sanktionen getan haben, dass wir diese Mission weiterhin unterstützen. Die OSZE zeichnete in der Ostukraine zuletzt zahlreiche Kampfhandlungen auf. Allein im Raum Luhansk seien 1224 Verstöße gegen den Waffenstillstand festgestellt worden. Europäische Unternehmen, die es versäumen, gegen Arbeitsrechtsverletzungen in der Lieferkette und Klimaschäden vorzugehen, müssen mit hohen Geldbußen rechnen. Ein Thema, das durch einen Dokumentarfilm über einen deutschen Bekleidungsdiscounter aktuell geworden ist. Es gab langwierige Gerichtsverfahren, nachdem mehr als 200 Menschen bei einem Brand in der Fabrik seines Zulieferers in Pakistan ums Leben gekommen waren. Wer dagegen vorging, verlor am Ende. Doch das Unternehmen entschied sich für Ausgleichszahlungen. Nach einem neuen EU-Gesetzesentwurf, der gerade vorgelegt wurde, müssen Unternehmen Lieferanten stärker auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße überprüfen. Der Vorschlag umfasse Unternehmen von mindestens 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Jahresumsatz, erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders. Auf kleine und mittlere Firmen werde die Richtlinie nicht angewandt. Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises n'entrent pas
dans le champ d'application de notre directive. Doch könnten Branchen mit niedrigeren Schwellenwerten und höheren Ausbeutungsrisiken wie Textil, Lebensmittel und Getränke einer Überprüfung entgehen. Die Regeln gelten für Unternehmen außerhalb der EU, aber auch für den Handel innerhalb der Union. Dem Vorschlag zufolge könnten jedoch mehr als 90% der EU-Unternehmen ausgenommen werden. Etwas, das Arbeitsrechtler ansprechen wollen, um die Opfer stärker in den Mittelpunkt möglicher Maßnahmen zu stellen. Es müsse den Davids in diesem Fall ermöglicht werden, ihre Rechte einzufordern und die Macht der Goliaths zu brechen, so Claudia Saller von der Europäischen Koalition für Unternehmensjustiz. Im Geschäftsleben dürfe die Verletzung von Menschenrechten nicht hingenommen werden. Die nationalen Behörden sollen prüfen, ob Unternehmen die Regeln durchsetzen, und sie sollen über die Höhe der Bußgelder für mögliche Schäden entscheiden. Der Gesetzesentwurf muss noch vom Europäischen Parlament und den EU-Regierungen gebilligt werden. Die Einreise in die EU soll angesichts der weltweit steigenden Corona-Impfrate wieder etwas einfacher werden. Vom 1. März an soll die Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Einreisen auch für Menschen aufgehoben werden, die mit einem von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen Impfstoff geschützt worden sind. Auf der WHO-Liste stehen zum Beispiel die beiden chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac ohne EU-Zulassung. Krieg liegt in der Luft und leert die Brieftaschen. Nicht nur die Märkte für Öl, Erdgas, Aluminium und Nickel reagieren hypernervös auf die Ukraine-Krise. Auch Mais und Weizen gelten als Rohstoffe, die durch eine Invasion gefährdet sind. Preise und Liefermengen sind volatiler und reagieren überempfindlich auf jede Bewegung der USA, Russlands, der Ukraine und der NATO-Verbündeten. Zum Beispiel auf den russischen Lieferstopp für den Düngemittelrohstoff Ammoniumnitrat, verkündet Anfang Februar bis mindestens Anfang April. Und die Finanzmärkte waren vorher schon nervös, anfällig für Dominoeffekte. Ein Sprecher des Verbandes für Einzelhandelsketten in Griechenland. Die Preiserhöhungen werden zwischen 5% und 15% liegen für Produkte wie Fisch, Gemüse, Hülsenfrüchte, Fleisch, Olivenöl, standardisierte Lebensmittel. Wir sprechen von Produkten, die in den Korb der Hausfrau gehören. Die Energiepreise dürften um bis zu 30% nach oben gehen. Μέσα στο καλάθι της νοικοκυράς. Εκτός τα καύσιμα τα οποία. Im Dezember lag Deutschland mit Zuschlägen zwischen 4% und 11% im Vorjahresvergleich bei Eurostat im europäischen Mittelfeld. In Italien und Griechenland wurden Strom, Gas und andere Treibstoffe um 35 und mehr als 40% teurer. Gerade einkommensschwache Menschen treffen steigende Lebensmittelpreise am härtesten. In Griechenland zum Beispiel wurden die Brotzutaten seit September um bis zu 70% teurer. Mehl legte am stärksten zu, gefolgt von Olivenöl. Eine Bäckerin? Ein Brot kostete im September 70 Euro Cent, jetzt sind es 80. Wir haben versucht, den Preis so niedrig wie möglich zu halten, weil wir an einem so wichtigen Haushaltsprodukt wenig verdienen wollen, einem Produkt, das die Menschen jeden Tag brauchen. Beim Gebäck sind die Preise außer Kontrolle, wir können nichts machen. Das liegt vor allem an den Lieferanten. Die Leute kaufen nur noch ungern ein, fühlen sich unsicher und beschweren sich dauernd, dass alles so teuer ist. Νιώθουν ανασφάλεια και συνέχεια ακούμε παράπονα. Είναι πολύ ψηλά. Είναι όλα πολύ ψηλά. Marktexperten befürchten, dass der nächste Konflikt zwischen Russland und dem Westen wirtschaftlich ausgetragen wird. Den ersten Schritt machte Präsident Putin vor seinen Ansagen zur Ukraine. Er verbot den Export von Ammoniumnitrat, einem Düngemittel, das für den Weizenanbau und die Herstellung von Brot und Nudeln unerlässlich ist. Die Preise für diese Produkte werden voraussichtlich weiter steigen. Übrigens, Ammoniumnitrat dient nicht nur zum Düngen. Wenn man nicht aufpasst, explodiert es. Diese Woche auf Euronews. Dubai bewahrt seine Traditionen und zieht Touristen aus der ganzen Welt an.
treffen sie Einheimische und Persönlichkeiten, die ihr Wissen leidenschaftlich gern teilen. Ich möchte mehr Menschen unterrichten, mein Wissen an die jüngere Generation weitergeben. Geschäftsleute, Künstler, Sportler oder Architekten, lernen Sie die Stadt und ihre Bewohner kennen. Ihre Geschichten in Meet the Locals auf Euronews und euronews.com. Entonces 60 grados, entonces están sosteniendo sobre.